Der Flugplatz von Freistadt Sondersfeld ist ein Idyll für Modell- und Ultraleichtflieger. Aber er ist bedroht durch den Bau der Jura-Leitung, einer von mehreren geplanten Stromtrassen, gegen die am letzten Wochenende in ganz Deutschland demonstriert wurde. Es waren insgesamt über 80 Aktionen, lauter verschiedene Bürgerinitiativen beteiligt. Das begann hoch oben im Norden mit den Ultranet-Leuten und ging dann über die geplanten Leitungen Südlink, Südostlink bis hierher zur Jura-Leitung. Die sanierungsbedürftige Jura-Leitung folgt aktuell einer Strecke aus den 1940er Jahren. Zum Teil direkt durch Ortschaften, was heute natürlich undenkbar wäre. Der geplante Ersatzbau soll deshalb aufs Land ausweichen. Nicht nur Landwirte und Umweltschützer sehen darin eine Gefahr. Die Trasse ist überflüssig. Wir möchten eine dezentrale Energiewende mit einer Bürgerbeteiligung regional vor Ort, sodass auch die Wertschöpfung der erneuerbaren Energien dann hier vor Ort bleibt und nicht nur Strom bei uns durch den Landkreis durchgeleitet wird. Aber nun kommen im Zuge der Corona-Krise neue Hürden hinzu. So war es bisher üblich, dass die Bürger bei solchen Großprojekten direkt vor Ort ihre Meinung sagen konnten. Das am 14. Mai vom Bundestag beschlossene Planungssicherstellungsgesetz verlegt diesen Meinungsaustausch nun fast komplett ins Internet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will damit dafür sorgen, dass wichtige Planungs- und Genehmigungsverfahren auch während der Corona-Pandemie zügig durchgeführt werden können. Befürworter sehen in dem Gesetz auch einen Testlauf für neue digitale Formen der Demokratie. Und da stoßen wir natürlich gerade im ländlichen Raum auch schlichtweg an technische Grenzen, weil der Netzausbau teilweise noch so grottenschlecht ist, dass wir gar nicht die Chance haben, uns digital in der Form zu beteiligen. Was die Energieversorgung angeht, fordern die Trassengegner mehr Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Dazu einen Ausbau von Speicherkapazitäten für Momente ohne Wind und Sonne. Power to Gas oder dann Power to X, wie es heißt, indem man dann sagt, man macht es mit Flüssigkeiten. Da wird sehr viel geforscht und da gibt es inzwischen gute Möglichkeiten, die auch finanzierbar sind und realisierbar sind, um eben die nötigen Speicher bereitzustellen.